Bon après-midi et bienvenue à un heure sacre de la chorale profane. Guten Tag, willkommen zum Podcast. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch, weil ich momentan hier keine Musik machen kann und darf. Habe ich mich einem Buch zugewandt, La France de la Révolution et de l'Empire, Quadrich Manuel, geschrieben von einem Herrn aus Paris, der unterrichtet da an der Sorbonne. Das Ganze ist Premier Rue du Docteur Sauvé aus Mayenne, da ist das gedruckt worden. Übrigens, Premier Rue du Docteur Sauvé, Mayenne ist auch altfranzösisch. Früher Le Rue, die Straße männlich, steht auch beim Straßenschild dabei, wie man das aussprechen soll. Ein sehr schönes Buch, wenn man altfranzösisch als Hobby hat. Membre de l'Institut de l'Académie de Sciences Morales, merkt man im Buch an, richtiges Französisch ist es oft nicht. Und es sind keine Kapitel, es sind Lektionen, die man lernen muss und die sind auch nicht auf Französisch durchnummeriert. So, es geht um den französischen König. Und es gibt hier ein paar historisch wichtige Zitate. Auf der Seite 2, Le Roi, in La France de la Révolution et de l'Empire, l'Ancien Régime. Die kann man gerade gucken. C'est légal parce que je le veux. Ist ein Zitat von Louis XVI. Il n'est comptable qu'à Dieu de l'exercice du pouvoir suprême. Pouvoir suprême. Ist auch von ihm. Und die Gegenbewegung ist formuliert worden 1748 in der Theorie der drei Gewalten, Exekutiv, Legislativ et Judicaire. Le progrès des Lumières, comprenant la philosophie, remène en cause l'absolutisme en soi et à plus forte raison son origine divine. Montesquieu, dans l'esprit des lois des also von Montesquieu kommt es in L'Esprit des Lois. So, haben wir da auch ein Zitat? Ja. Das kommt von Rousseau. Le prince nia le pouvoir de faire aucun tort imaginable à qui que ce soit par la raison qui son pouvoir et contrôle et borné par un autre. Das ist das Idealbild, dem Frankreich nachstreben sollte. Das kommt aus England. Das ist Checks and Balances, was hier beschrieben wird in diesem Zitat von Rousseau. So, damit hat das auch geendet und ich lese jetzt einfach mal weiter vor und hoffe bis zum Ende dieses Abschnitt ist zu kommen. La France de la Révolution et de l'Empire, l'Ancien Régime, Le Roi. Und ich lese jetzt weiter vor. Das war das davor, was mir wichtig erschienen ist. Sur le plan pratique, le roi voit se dresser en face de lui des... Sur le plan pratique, le roi voit se dresser en face de lui les parlements et principalement le Parlement de Paris. Simple cour de justice dont les membres achetaient leur charge, les parlements de Paris prennent
entendit jouer le rôle que jouait de l'autre côte T de la Manche le Parlement anglais qui était quand a lieu élu. Le Parlement de Paris, appuyé par les Parlements de Provence, entendait se transformer en corps politique révidiquant le droit essentiel de vérifier les lois avant qu'elles puissent avoir autorité. Il disposait d'une arme, l'enregistrement des idées royaux, l'enregistrement des idées royaux. Mais le roi pouvait passer outre par un lit de justice. Das muss ich mir nochmal in Ruhe ansehen. Où il faisait transcrire d'autorité les édits sur le registre du Parlement. Aha, ich glaube, ich verstehe es. Ich fasse es, wenn ich morgen weitermache, auf jeden Fall auch zusammen. Le conflit entre le roi et son parlement prit en tour et jus à la fin du règne de Louis XV. Ministre du roi Maupeou, kenne ich aus der Schule. Ministre du roi Maupeou en 1771 prit l'initiative de le supprimer, lui substituant six conseils supérieurs et abolissant la vénalité des charges au profit du principe des nominations des juges. Daher kenne ich es auch. Also es geht um Richter und wie man Richter wird. Das kommt vom Herrn Königsminister, Minister Droit Maupeou, 1771. Damit ging das Ganze los. Das ist das, was ich gelernt habe. Das mit der Initiative von Herrn Maupeou, Königsminister, im Grunde genommen die Französische Revolution gestartet hat. Deshalb spricht man auch mit einer Revolution von innen. Es gibt andere Revolutionen, die von außen an ein Land herangetragen worden sind. Die Französische Revolution ist eine Revolution von innen und die ging 1771 los, ausgelöst durch den Ministre du Roi Maupeou. Der ist ziemlich bekannt in Frankreich. Cette réforme a pu empêcher la révolution. À peine monté sur le trône, Louis XVI rétablit en 1774 le Parlement de Paris. Celui-ci fit immédiatement obstacle au projet de Turgot visant à améliorer l'économie et à introduire plus de justice dans la fiscalité. Jetzt kommt ein Zitat. Tout système, disait le remontrance du Parlement le 4 mars 1776, qui sous une apparence d'humanité et bienfaisance, tendrait dans une monarchie bien ordonnée et établir entre les hommes une égalité des devoirs et à détruire les distinctions nécessaires, amenèrent bientôt le désordre suite
inévitable de l'égalité absolue et produirait le renversement de la société. Ein wichtiges Zitat kenne ich auch noch irgendwo hier. Projet de Turgot. Ist auch bekannt, kenne ich auch irgendwie aus dem Unterricht. Wie gesagt, muss ich mir nochmal in Ruhe angucken, ich fasse es beim nächsten Mal zusammen. Dès lors, le conflit ne cessera plus. L'issue de ce conflit dépendait de la personnalité du roi. Monarque depuis 1774. André Key était né en 1754. Briquet terminé. Louis XIV n'était pas sans qualité. Honnête et bon, soucieux de bien faire, il était malheureusement de caractère faible et avait reçu une formation sinon médicale, du moins trop marquée par l'influence de Fénelon. Glaube ich auch ein Königsminister. En Dessy, il ne sut pas tenir ou ne tient qu'à contentant son rôle de souveraine. Souveraine, c'est ja keine Frau. Il ne trouva pas auprès de son épouse. Marie-Antoinette, fille de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, les conseils nécessaires. La reine prit le parti de la cour contre les réformes. So, und das Ganze schließt dann mit Marie-Antoinette. Ich weiß gar nicht, ob das die erste war, die den Kopf verloren hat. Erfahre ich vielleicht im Verlauf dieses Buches. Die verlässt auf jeden Fall den Hof, weil sie mit den Reformen nicht einverstanden ist. So, das ist der Abschnitt von Le Roi in La France de la Révolution et de l'Empire, l'Ancien Régime. Ich gucke mir den zweiten Teil nochmal an und werde ihn zusammenfassen auf Deutsch. Es geht dann weiter mit Le Gouvernement in Abschnitt L'Ancien Régime. So, das war's auch schon für heute. Tschüss.